Göttern Asgards. Was ist hier geschehen? Was ist hier passiert? Evo ist hier. Den Göttern sei Dank. Auch wenn sie uns wohl verlassen haben. Ich muss dir leider sagen, dass Thekla fort ist. Was? Ist sie etwa tot? Nein, nein, nein. Sie hat etwas zu erledigen und ihrem Lehrling die Verantwortung übertragen. Er hat das angerichtet. Wer ist dieser Lehrling? Ein Kerl namens Aki. Er wird wissen, was hier geschehen ist. Du musst ihn finden. Ich? Warum nicht du? Irgendwer muss hier aufräumen. Außerdem bin ich erschreckend besoffen. Geh du lieber. Mein Kelch ist ganz trocken. Wie soll man denn ohne etwas zu trinken überleben? Ich muss meinen Kummer ertränken. Thank you.
soll die Krähe mich holen. Das muss Aki sein. Trinker sind anscheinend nicht die besten Pferden, Lisa. Sie werden vor meinem Namen erzittern. Ich werde mich Theklas vertrauen. Da sind sie ja. Da unten. Aber wo sind die Fässer? Du da. Bist du Aki? Wer fragt das? Erkennst du mich nicht? Ich bin ein Freund Theklas. Und ich will wissen, warum du ihre Brauerei so zugerichtet hast. Nimm das zurück. Nie werde ich so etwas tun. Das waren diese sächsischen Räuber. Ich werde jeden einzelnen von ihnen erledigen. Räuber? In Hrefnatorp? Sie schienen ganz freundlich. Ich lud sie ein, Theklas neues Gebräu zu kosten. Wir begannen zu trinken und als nächstes wache ich auf und die Fässer sind fort. Nun, da du hier bist, können wir das gemeinsam aufklären. Mit unseren Fäusten. Du hast also Räuber abgefüllt und sie haben sich wie Räuber verhalten und nun suchst du Streit? Aki, du bist nicht in der Verfassung, Probleme zu lösen. Ach nein? Soll ich dir zeigen, in welcher Verfassung ich bin? Dann siehst du, wie ein Brauer kämpft. Nimm die Fäuste runter. Wir können zurück in die Brauerei gehen, bis du nüchtern bist. Genug geredet. Komm schon her. Hör auf zu schwanken. Ich werde der größte Braumeister sein, den es je gab. Ungerecht. Ich war nicht bereit. Geh zur Brauerei zurück, Aki. Ich kam über das Meer, um von einem Braumeister zu lernen. Thekla vertraute mir ihr bestes Ale an. Und ich habe es verloren. Wenn du wüsstest, wie sie sich anfühlt, die Angst, das Vertrauen deines Vorbilds zu verlieren, wärst du nicht so leichtfertig. Ich schlage dir einen Handel vor. Wir holen die Fässer zurück. Aber
Das übernehme ich. Du wartest am Boot. Du hast genug gekämpft. Nun gut. Die Räuber werden sie haben. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Unter uns? Du solltest etwas an deiner Linken arbeiten.